Herzlich willkommen hier aus dem ZDS-Studio in Herbruck. Mein Name ist Thierry Metzler und es freut mich, Ihnen unser neues Add-on Oberflächengrafik vorstellen zu dürfen. In diesem Film machen wir eine kurze Übersicht über die Funktionalität und über den Nutzen, was für Sie herausspringt. Vielleicht fragen Sie sich, was soll denn diese Baustellentafel neben mir? Im weitesten Sinne hat das natürlich ganz viel mit unserem Add-on zu tun. Aber Sie müssen jetzt nicht Angst haben, wir haben nicht für Sie eine große Bibliothek erstellt mit verschiedenen Schildern und genau die Schilder, die Sie brauchen, die fehlen. Nein, wir haben für Sie einen Algorithmus geschrieben, in dem Sie selbst innerhalb Sekunden, egal welche Schilder, in egal welcher Darstellung, Sie generieren können, sowohl für 2D-Signalisationspläne wie auch für 3D-Visualisierungen. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar, eigentlich ist es ziemlich simpel. Sie können im 2D in Altplan sehr gut Schilder erstellen. Sie haben Fillings, Sie haben PDF-Imports, Sie haben 2D-Daten. Und als erstes haben wir einen Befehl geschrieben, in dem man 3D-Flächen miteinander verschneiden kann. Sie kennen den Befehl Körper 1 minus Körper 2 aus dem Modellieren 3D. Aber wieso funktioniert das nicht auf 2D-Flächen? Also rotes Feeling minus weißes Feeling. Und genau das haben wir realisiert, dass man diese Boolschen Operationen auch für 2D-Flächen wie Schraffuren, Musterfüllflächen und so weiter verwenden kann. Weiters kommt ein zweiter Befehl. Ich muss eine 2D-Fläche in eine 3D-Fläche wandeln, das heißt ein Mapping machen. Natürlich, eine gerade Tafel ist einfach. Ich mappe das Ganze auf eine Fläche in Z-Richtung, erledigt. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel so ein Verkehrsschild, wie zum Beispiel oder Schule, auf eine Straßenfläche aufmappen möchte oder ein Fahrrad auf eine Rampe und so weiter. Wenn also die Fläche schräg ist unten dran. Und genau das kann unser Add-on auch. Also wir können Farbflächen mappen, wir können Linien auf Gelände mappen, Kreise, Splines, Ellipsen und so weiter. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gebraucht im Geländeplan. Des Weiteren können wir dann Punkte auch auf einem Gelände mappen oder die Tafeln nachher auf das Gelände wiederum auftragen. Und somit haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Tafeln selber werden als Makro gespeichert und Sie haben auch da eine 2D-Darstellung, die Sie verzerren können. Also wenn Sie im 2D-Plan das Signal viel größer brauchen, als es in Tat und Wahrheit in 3D ist, ist das kein Problem. Sämtliche Farben werden 1 zu 1 die RGB-Werte beim Wandeln vom 2D ins 3D als Altplan-Oberflächentexturen übernommen und somit können wir jeden Farbwert, den Sie mit der Füllfläche zeichnen können, auch ins 3D bringen mit den richtigen Werten. Das Ganze kombiniert, wir bringen jedes Schild, egal wie viele Farbflächen das hat, in ein 3D-Schild, also das können zum Teil Schilder sein mit 100 verschiedenen Fillings und die Boolschen Operationen passieren automatisch. 1 zu 1, schnell und einfach. Und genau diese Punkte möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und wir schauen uns zuerst einmal ein paar Highlight-Folien an und ich zeige Ihnen nachher die Funktionalität live in Altplan. Seien Sie gespannt und ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Freude bei der Präsentation. Starten möchte ich mit einer kleinen Übersichtsmatrix. Hier sehen Sie die Funktionen, wie sie heißen und auf welche Elemente dass sie anwendbar sind. Für was könnte ich das benötigen? Zum Beispiel Bäume oder Flächen auf ein Gelände projizieren. Sie könnten 2D-Markierungen auf eine Straße projizieren. Oder zum Beispiel Spezialmarkierungen, wie hier das Fahrrad oder kein Vortritt auf eine Bierfläche. Die Funktion Schild wandelt eine 2D-Grafik in eine 3D-Grafik. Dabei bleiben die Farben 1 zu 1 erhalten und die Möglichkeiten sind eigentlich fast unendlich. Sie können besondere Pfosten oder Füße importieren, Sie können auch die Größe-Variable einstellen und das Wichtigste, das Ganze sind Vektorengrafiken. Wenn Sie es an einen IFC-Viewer geben, sieht der Planungspartner genau Ihr Schild, da im IFC ja keine Texturen erlaubt sind.
So, das waren nun die Highlight-Folien, aber nun geht's live ins Altplan und ich zeige Ihnen genau, für welche Bauteile oder für welche Anwendungsfälle Sie die neue Funktionalität verwenden können. Starten tun wir hier mit einem 3D-Modell, das unser Marcel Stieger für den Kanton St. Gallen modelliert hat vor ca. 1-2 Jahren. Sie sehen, mit wie viel Hingabe er das gemacht hat, und wenn ich mir das 3D mal anschaue, sehen Sie auch, hier hat er eigentlich eine ähnliche Technik verwendet, dazu mal noch mit Modellieren 3D mit Körper A minus Körper B. Leider wurde zum Beispiel hier wegen der Polygonalisierung das Ganze nicht hoch detailliert und präzis gemacht, was eigentlich schade ist, weil das Modell ist eigentlich perfekt sonst. Sie sehen auf der rechten Seite die Altbauten, mit wie viel Hingabe das aufmodelliert wurde. Auf dieser Seite sieht es schon besser aus, das wäre eigentlich das gewünschte Resultat. Okay, wie wäre nun der neue Workflow? Als Ausgangslage nehmen wir Füllflächen. Ich zeige Ihnen mal die große Füllfläche hier. Die ist also nur ein Viereck, also nicht ausgeschnitten. Und unser erster Befehl wäre nun, das Ganze in den Hintergrund zu legen. Und ich möchte Ihnen zeigen, wenn ich mal das Ganze kopiere, einen ersten 2D-Befehl, den wir integriert haben, nämlich Flächen abziehen. Der funktioniert mit Flächen, Schraffuren, Mustern und so weiter. Von der großen Fläche möchte ich die anderen abziehen. Die sollen auch gelöscht werden, hier zum Zeigen. Und nun sehen Sie eigentlich das gleiche Resultat wie vom 3D-Modellieren, Körper 1 minus Körper 2, einfach für das 2D. Sicher eine sehr nützliche Funktion, wenn es auch um die korrekte Flächenberechnung geht, also ums Ausmaß. Nun gehe ich hin, die Fillings lege ich in den Hintergrund und blende mir noch das Gelände ein. Ich bin nun auf einem leeren Teilbild und ich möchte nun auf diesem leeren Teilbild 3D-Flächen erzeugen. Das Gelände habe ich hier auf Hilfskonstruktion geschalten, deshalb sieht man es auch in der Animation nicht. Ich verwende nun den Befehl Flächen auf Oberfläche erzeugen. Ich rahme mir die Farbflächen ein und klicke die 3D-Fläche an. Je nach Größe dauert das dann einen kleinen Moment und Sie sehen hier schon, was hier generiert wurde. Und in dieser kurzen Zeit wurden jetzt zig Bolsche Verschneidungen durchgeführt, genau dasselbe, was wir vorher gemacht haben. Sie sehen den Zebrastreifen separat, die Grünflächen separat. Das heißt, die Grünfläche wurde aus der Straße rausgeschnitten, der Zebrastreifen auch aus der Straße und so weiter. Das heißt, die Reihenfolge von Vordergrund und Hintergrund der Flächen hatte hier natürlich einen großen Einfluss. Und Sie sehen, wie die große graue Fläche am Rand sauber ausgeschnitten wurde und die einzelnen Flächen hier als separate 3D-Elemente generiert wurden. In den Objekten sieht man nun das ganze Resultat. Wir haben in dieser kurzen Zeit 31 3D-Flächen generiert, die alle schön schräg im Raum liegen. Früher hat man für das, ja, ich sag mal, vielleicht eine Stunde gebraucht. Hier nochmal die Übersicht. Ich blende nochmal die Kanten ein und Sie sehen, das Ganze ist hochpräzis und es gibt keine Überschneidungen, Löcher und so weiter. Also das Ganze funktioniert wirklich gigantisch gut. Die Füllflächen haben beim Wandeln automatisch eine Oberfläche zugewiesen bekommen. Das heißt, falls diese Farbe noch nicht als Surf-Datei vorhanden ist, wird diese durch das Add-on automatisch erstellt. Also haben wir genau 1:1 die gleichen Farben bei diesem Mappen der Flächen beim Neuerzeugen dieser 3D-Flächen. Hier nochmal die Präzision am Rand auf dieser 3D-Fläche. In einem nächsten Beispiel wollen wir nun eine ähnliche Situation anschauen. Hier ist einfach speziell, dass die 3D-Fläche hier nicht eine Polyhedron-Fläche ist wie vorher, sondern eine Birep-Fläche. Das heißt, eine allgemeine 3D-Fläche vom Parasoloid-Modellierkern. Auch wiederum mit Hilfskonstruktion eingeschalten. Und ich mache nun genau dasselbe wie vorher. Ich klicke die Funktion an, rahme die Farbflächen ein und klicke die Fläche an. Und wieder nach kurzer Zeit werden 3D-Flächen neu erzeugt. Und auch in diesem Beispiel wurden zig Bolsche Operationen durchgeführt. Wie Sie sehen, habe ich hier zwei Fahrräder platziert. Das sind also mit den Löchern und so weiter schon spezielle Geometrien,
die gelben Streifen und auch die Kein-Vortritt-Zeichen. Das ist hier einfach ein fiktives Beispiel auf einer Rampenfläche. Sie sehen auch, es braucht immer eine Fläche, also keinen Körper, weil sonst wüsste er beim Körper ja nicht, mache ich Körperoberseite oder Unterseite. Okay, in diesem Beispiel wurden nun auch wiederum die Flächen erzeugt und hier waren es 45 Flächen, die in 3D hochpräzis erstellt wurden. Okay, eine weitere Möglichkeit, die es hier gibt, ist eine weitere Funktion. Und zwar, ich lösche mal die Füllfläche hier im Grundriss weg, dass man das ein bisschen besser sieht. Sie können 2D-Elemente erzeugen oder verschieben lassen. Ich nehme mal den Geländepunkt, hier mal mit der Höhe angeschrieben, Vorkommastellen, Nachkommastellen und setze hier mal einen Punkt im Grundriss ab. Standardmäßig, wenn ich im Grundriss anklicke, sind die Punkte auf der Höhe 0. Und wir haben nun eine Funktion entwickelt, wo Sie diese Punkte auf die Geländehöhe verschieben können. Das Ganze funktioniert auch mit Makros, also wenn Sie dann Bäume, Schilder oder sonst was haben, können Sie auch mit dieser Funktion diese Punkte auf die Geländefläche verschieben lassen. So, ich klicke noch die Fläche an und Sie sehen schon, wie die Punkte an den richtigen Ort gegangen sind und die Höhen werden natürlich dementsprechend richtig angeschrieben. Wenn ich nun einen 2D-Punkt nehme, der also gar keine Höhe hat, ich setze hier mal einen Kreis ab, dann sieht man den ja in der Isometrie nicht. Wenn ich mit diesem Befehl jetzt die Punkte einrahme und wiederum die Fläche anklicke, werden aus diesen 2D-Elementen neue 3D-Elemente gewandelt. Sie sehen hier also zwei Elemente, den 2D-Punkt und den 3D-Punkt. Und natürlich ist der 3D-Punkt mit der gleichen Symboldarstellung neu auch in der Isometrie sichtbar. Also hier die zwei Kreise, das sind 2D-Elemente, die in 3D-Symbolpunkte gewandelt wurden. Und auf eine ähnliche Art können wir Linien, Kreise, Klotoiden, Splines und so weiter auf eine beliebige Fläche in Z-Richtung erstellen lassen. Hier als kleines Beispiel mal eine fiktive Linie mit ein paar Kreisen. Und diese sehe ich jetzt im 3D aktuell noch nicht. Und ich nehme jetzt Linie auf Oberfläche erzeugen. Ich rahme mir das noch ein. Klicke die Fläche an, um die Elemente zu erzeugen. Und im 3D werden auch wieder die hochpräzise auf diese BIREP-Fläche, auf diese Rampe projiziert. Man sieht es oben rechts auch in der Animation, ist das Ganze perfekt drauf. Wie gesagt, funktioniert der Algorithmus mit BIREP-Flächen oder mit ganz normalen Polyhedron-Flächen. Und wenn wir jetzt alle diese Befehle zusammennehmen, dann ist es ja eigentlich logisch, von einer 2D-Tafel zur 3D-Tafel ist der Schritt nicht mehr weit. Also wir haben hier diese Füllflächen als Basis. Wir nehmen den Befehl Schild platzieren. Und hier haben wir eine Palette, wo ich noch mehr Einstellungen treffen kann. Ich übernehme mir mal die 2D-Füllfläche und habe somit das 3D-Schild automatisch am Fadenkreuz. Ich platziere das mal auf der linken Seite. Und im Grundriss habe ich einen Griff für die 2D-Präsentation, die kann ich also an einen anderen Ort setzen oder zum Beispiel den Drehwinkel vom Schild, dass das Ganze ausgerichtet werden kann, richtig im Raum. Im 3D sehe ich nun ein Schild, mal mit der Minimalausführung und einem Pfosten. Ich kann dieses Schild jederzeit wieder modifizieren, auch Multi-Edit über mehrere Schilder geht und hier zum Beispiel die Größe ändern. Das heißt, Sie müssen nicht sämtliche Größen separat aufzeichnen, sondern können das mit Skalierungswerten automatisch eingeben. Auch hier eine getrennte Darstellung von 2D, wo man es vielleicht größer braucht für den Signalisationsplan und dem 3D ist möglich. Texturen können Sie im Bereich Darstellung zuweisen und auch beliebige Attribute im Register Attribute. So, Sie sehen hier jetzt wiederum dieses Schild. Auf der Rückseite sieht man natürlich hier sauber geschlossen und die Schildbreite können Sie auch im Dialog anzeigen. Wie gesagt, handelt es sich hier nicht um ein Pixelbild, also nicht um eine Textur, die aufgemappt wird, sondern um wirklich Vektorgrafiken. Zusätzlich zu den Schildern können Sie, wenn Sie wollen, eine gewisse Detaillierung nehmen, zum Beispiel einen Fuß oder einen speziellen
Pfosten. Das alles können Sie hier auch wiederum mit 3D-Körpern vorbereiten und nachher in das Schild mit der Pipette übernehmen. Hier im Schild haben wir unten den Pfosten, zum Beispiel mit Quader oder Rund oder übernehmen der Pipette. Und beim Fuß zeige ich Ihnen das mal. Sie können hier ein Objekt anklicken oder mehrere einrahmen. Ich habe hier jetzt mal nur eins genommen, den Mittelpunkt nehmen und schon ist der Pfosten hier unten, also der Fuß dran und das Thema ist erledigt. Wenn Sie ein Schild vorbereiten und im Assistent ablegen, können Sie jetzt einfach mit der rechten Maustaste übernehmen und dann in Ihrem Objekt platzieren. Jetzt ist natürlich die Sache, es gibt tausende, Millionen von verschiedenen Kombinationen. Zum Beispiel in der Schweiz gibt es PDFs, die können Sie importieren. Da haben Sie schon eine große Arbeitserleichterung hier drin. Sie bekommen dann Füllflächen, die einfach noch ausgeschnitten werden müssen. Das funktioniert aber eigentlich easy. Hier einfach übernehmen und gut gegangen. Viel mehr braucht es eigentlich nicht mehr. Meistens schreibe ich noch den Namen hin, wenn ich dann mal einen Report haben möchte. Hier zum Beispiel die Bezeichnung und kann das Schild platzieren. Ich habe mir mal hier ein bisschen Aufwand gemacht und ein bisschen Zeit investiert, um einfach mal zu schauen, wie lange brauche ich hier, um überhaupt die verschiedenen Geometrien nachzeichnen zu können. Sie sehen, ja, das geht ratzfatz und man sieht auch rechts unten, die Teilbildbelastung, also die Datenmenge, ist gar nicht so groß, wie ich am Anfang vermutet habe. Auch die Verdeckberechnung, also Schnittberechnung, Ansichten und so weiter, das geht sehr gut. Und man sieht hier schon verschiedene Symbole, zum Beispiel dieser Winterreifen hatte am Anfang mal über 100 Füllflächen, die habe ich noch ein bisschen 2D aufbereitet oder auch die Texte sind natürlich einzelne Bolsche Operationen. Wenn Sie eigene Schilder machen, können Sie beim Schild übernehmen auch Texte vom Modul Add-on Grafiktext übernehmen. Das heißt, da machen wir ja schon Texte aus Füllflächen. Somit können Sie eigene Tafeln mit beliebigen Namen hier komplett selber erstellen. Weil wie gesagt, die Tafel hier ist ja super, Bern, Interlaken, Lausanne, aber wahrscheinlich brauchen Sie in Ihrem Projekt ja was anderes. Und dafür ist das Add-on Grafiktext prädestiniert. Da können Sie solche Texte auch selber vorbereiten. Hier nochmal zum Zeigen, wenn Sie so ein Schild mal haben, einfach eine Kopie machen, das Schild auf ein anderes Objekt legen. So ist das Ganze entstanden bei mir. Schild modifizieren, mit der Pipette das Ganze übernehmen und vielleicht den Namen noch ändern, das finde ich noch wichtig, wie gesagt schon. Und wenn Sie möchten, können Sie auch die Farben noch leicht modifizieren. Manchmal sind die Importe nicht mit den richtigen Farben. Wenn man das vergessen hat, kann man nachträglich in der Palette auch die Farben ändern. Hier einfach reinklicken, die Werte eingeben und die Surffläche und auch die Farbe des 3D-Objektes wird sofort angepasst. Die Schildgröße selber können Sie nachher beeinflussen. Sie können sagen, ob Höhe und Breite zusammenhängend ist. Das ist das Schloss. Die Werte wieder zurückschalten mit dem Pfeil. Hier vielleicht wieder zusammenhängen. Hier nochmal die Größe. Jetzt sieht man, jetzt wird es proportional verzerrt. Und dann passt das Ganze für jedes x-beliebige Schild. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Das Add-on Oberflächengrafik gibt es ab Version Alplan 2021. Das Setup finden Sie wie immer schon auf unserer Homepage im Multisetup integriert und der Verkaufsstart ist Mitte September diesen Jahres. Testen Sie doch die 2 Wochen gratis das Add-on, versuchen Sie selbst mal diese Schilder für sich zu erstellen und das Ganze kann wirklich ganz, ganz coole Effekte bei Ihnen im Büro bringen. Ich bin gespannt, was Sie mit der neuen Technologie anfangen und wie Sie es in Ihren Projekten integrieren. In dem Moment wünsche ich Ihnen nur noch viel Erfolg. Danke vielmals. Tschüss, Ihr Thierry Metzler.